keine Playstation 3, als ich klein war. Hatten Kids kein Handy oder zwei. Es gab kein Facebook zum Teilen und keine MP3s von YouTube. Damals kaufte man sich noch Kassetten auf dem Schulhof. Schlecht kopiert zu Bucherpreisen wie die alten Savas-Sachen, die auch liefen, als ich meine ersten Lines geballert habe. Ich steh auf den alten Kram wie die frühen Wu-Tang-Alben, die zum Teil dran schuld waren, dass ich nix in der Schule schnallte. Immer konzentriert, doch nie auf Mathe und den ganzen Scheiß, der mich sowieso nicht weiterbringt in dieser kranken Zeit. Früher hieß es Rappen, Tacken und Wu-Tang-Klamotten tragen. Heute lachen sie mich aus, wenn ich kein Hugo Boss-Hemd habe und mich nicht rasiere. Ich geb keinen Fick auf Mode, reise durch die Zeit und hol den Mega Drive aus der Kommode. Zock die alten Retro-Games und fühl mich wie zurückversetzt in eine Zeit, in der noch alles leichter war, nicht wie jetzt. Wunderbare Jahre, was ist nur mit euch geschehen? Die Erinnerung an damals klingt auch wie ein Leuchtemblem. Ich seh mich nur Comics lesend unter unserem Weihnachtsbaum. Denk zurück an diese Zeit mit Tränen in meinen Augen. Wunderbare Jahre, wo ist diese Zeit geblieben? Ich schließ meine Augen und seh mich betäubt auf einer Wiese. Im Freibad liegen alle Sorgen, sind wie wegradiert, sodass schon fast ein müdes Lächeln meine Fresse ziert. Damals hing ich ab mit meinen Kumpels im Jugendtreff. Doch um 7 musste ich nach Haus, da kam Dragon Ball Z. Um 7:45 dann die neuen Folgen Simpsons, geprägt von Rock Modern Life und Random Stimpy. Glaub ich heute noch an die blutige Kopf. Wie nach der ersten Folge South Park wusste ich nicht, wo mir der Kopf steht. Doch seh ich heute in der ARD die Tagesschau, wünsch ich mir zur Unterhaltung einen erneuten Amoklauf. Ich geh weiter geradeaus, auch wenn es nicht ganz einfach ist, in einer Welt, wo sogenannte Freunde deine Feinde sind. Schule war kein Problem, solange die Homies auch da waren. Wir tranken Bier zur großen Pause, zocken Gameboy, rauchen Gras, verkaufen Spaß in kleinen Dosen, Ecstasy und Speed. Für die Mathearbeit auf Amphetamine eins gekriegt. Heute ist das alles nur noch ein Scheißdreck wert. Doch egal was Leute reden, diese Zeit bleibt tief in meinem Herz. Wunderbare Jahre, was ist nur mit euch geschehen? Die Erinnerung an damals klingt auch wie ein Leuchtenblick. Ich seh mich nur Comics lesend unter unserem Weihnachtsbaum. Denk zurück an diese Zeit mit Tränen in meinen Augen. Wunderbare Jahre, wo ist diese Zeit geblieben? Ich schließ meine Augen und seh mich betäubt auf einer Wiese. Im Freibad liegen alle Sorgen, sind wie wegradiert, sodass schon fast ein müdes Lächeln meine Fresse ziert.